Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie unschwer zu erkennen, haben wir eine Saturn Mystery Box hier, die wurde gestern zugestellt. Und ja, also zu den Fakten, wie man sieht, Saturn, es ist glaube ich Bochum. Weiß gar nicht, ob ich da schon mal bestellt hatte. Die Saturn-Boxen liefen grundsätzlich besser als die Mediamarkt-Boxen. Die andere vom Mediamarkt lade ich demnächst noch hoch. Beziehungsweise die seht ihr vielleicht vorher schon, die lief halt auch nicht so gut. Also sie hat mich jetzt 99 Euro gekostet und sollen 250 Euro Warenwert drin sein. Das Schöne bei Saturn ist, du zahlst auch keine Versandkosten. Bei Mediamarkt kommen immer 4,50 Euro oder sowas dazu. Sagen wir mal es einfach mal direkt auf. Zeig nochmal eine Rundumansicht. Ist wirklich geschlossen, ist auch nicht geöffnet worden. Zack, so. Dann sehe ich schon als erstes. Hier ist die Rechnung, die legen wir direkt mal beiseite. Und dann machen wir mal das Papier weg. Ich hoffe, ihr seht es ganz gut. Okay. Ja. Das ist schon mal interessant. Fangen wir mal dem ersten an. Eine Harry Potter Tasse. Everyday Mug steht hier oben drauf. Collect them all. Ist das irgendeine, die die Farbe verändert? Nö. Aber. Hier unten steht UVP 7,99 €. Dann, yay, cool. Wollte schon immer haben. Also man sieht auch wirklich von Saturn, ne? Das hier ist original eingepackt. Das ist ein On-Style Cellphone. Schwarz. Steht jetzt kein Preis dabei. Aber ich denke mal so 20, 30 Euro wird das kosten. Oh, haben sie aber Merchandise mit reingepackt, ey. Ich weiß gar nicht, was das für ein Logo ist. Eine Snapback. Bioworld Merch, Merch, OSFA. Ach, Destiny. Okay, da steht's. Ist ganz cool. Eigentlich, vielleicht behalte ich die mal gucken, aber ich glaube eher nicht. Steht da ein Preis dran? Ne, steht kein Preis dran, leider. Okay, da ist auch noch das Pappding mit dabei. Dann, ach Gott. Okay, ein Minions-Shirt. Größe M, das würde mir sogar passen. Da steht Ladies Man drauf. Vielleicht behalte ich das sogar. Das ist ganz lustig. Hier kann man Touch-Ding auch noch zu. Steht da jetzt auch kein Preis drauf. Ich hätte mal 10er vielleicht. Also ich kann jetzt auch nicht so wert. Oh wow. Super. Ich habe das ja bei anderen Boxen schon mal gesehen. Hier ist ein Päckel Lavazza-Kaffee mit drin. 500 Gramm. Okay. Die 250 Euro sehe ich noch nicht. Also mal gucken. Eine JBL-Box mit Radio, so wie das aussieht. Digital Radio, Bluetooth, Dare to Listen. Steht jetzt auch kein Preis drauf. Müssen wir gleich mal dann schauen. Ja, okay, ist in Ordnung. Dann, ja, natürlich, was wäre eine Mystery-Box ohne eine Powerbank? 5000 mAh. Okay, dann haben wir. Was ist das? Oh, ich glaube, das ist sogar relativ teuer. Clock Radio von Philips. Sieht so aus, als ob das mal geöffnet war. Kann man aber nicht genau sagen. Kann es einfach nur verschrumpelt sein. Ist einfach nur ein Radiowecker. Haben wir irgendwas Besonderes? Nö, ich glaube nicht. Batterie für die Uhrzeitsicherung bei Stromausfall. Aha, okay. Radio. Ist noch mit drin. Jo. Ansonsten, jo, Philips. Okay. Okay. Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen entsetzt, weil hier sind noch Kopfhörer drin von OnStyle. Ich frage mich gerade, wo die 250 Euro wert sind. Und auch zu. Da hätte ich vielleicht einen Abnehmer, je nachdem, wie gut die sind. Mal testen. Und ein. Das ist ganz cool für den Sommer vielleicht. Einen kleinen Ventilator. Den werde ich wahrscheinlich behalten. Mal gucken. Speedlink. Okay. Na ja, gut. Gucken wir uns mal kurz die Rechnung an. Natürlich steht oben meine Adresse da drauf. Das heißt, die mache ich dementsprechend weg. Okay, jetzt bin ich echt überrascht. So. Ich zeige es euch nochmal kurz. Wie immer hier die Artikel, die aufgeführt sind, die gebe ich jetzt gleich auf der Saturn-Seite ein, die Nummern hier vorne, und dann wird mir der Preis angezeigt. Und hier steht 272 Euro.
Finde ich ziemlich krass. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da so teuer ist. Und da unten steht, was ich bezahlt habe. Und zwar 99 Euro. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass da, ich weiß nicht, ein Handy, keine Ahnung, also Radiowecker, okay, die Box 50 Euro vielleicht, der Radiowecker, der muss ja dann auch 50, 60 Euro sein. Aber den Rest sehe ich eigentlich wirklich nicht, also die Tasse 8. Naja, gut, ich schau mal die Preise, ich recherchiere mal und dann melde ich mich gleich nochmal. So, da bin ich wieder und ich bin echt erstaunt, weil ich hätte niemals gedacht, dass das 250 Euro wert sind. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich glaube, ihr seht das eh nicht. Aber fangen wir einfach mal an. Also, das T-Shirt gibt es so auf der Saturn-Seite nicht mehr. Also, wie gesagt, ich finde es eigentlich echt ganz lustig. Überlege, ob ich es selbst behalte, weil es eigentlich echt ganz cool ist. Hier mit dem Ladies Man und mit den Küsschen da. Also, das Billigste, was ich gefunden habe, war 4,99 Euro. Das ist auch das, was ich euch einblende. Das gibt es auch für 9,99 Euro. Aber ich nehme eigentlich immer das Günstigste. Das heißt, ich habe damit 4,99 Euro gerechnet. Die Tasse hier habe ich gar nicht mehr gefunden, also weder bei eBay noch sonst irgendwo. Also habe ich jetzt einfach den Preis genommen, der hier unten auch drauf steht, die 7,99 Euro. Bei Saturn auch nicht mehr vorrätig. Ebenso wie die Cap hier. Die habe ich allerdings in anderen Shops gefunden, für 12,99 Euro. Dann die Powerbank. Die ist auch bei 12,99 Euro. Die gibt es auch noch auf der Saturn-Seite. Also was ich jetzt meine mit auf der Saturn-Seite nicht findbar, kann ich euch kurz nochmal zeigen. Und zwar die Punkte hier vorne. Da steht zum Beispiel Minions, Merch. Und vorne dran steht die Nummer, diese 203. Und wenn man die bei Saturn eingibt, ihr könnt es ja gerne mal selbst machen, steht dann Artikel nicht verfügbar oder nicht gefunden oder sonst irgendwas. Dann habe ich eben hinten diese, die Nummer hier hinten, die ERN-Nummer, nochmal eingegeben. Da habe ich es eben auch nicht auf der Saturn-Seite gefunden. Also habe ich es bei Google eingegeben und dementsprechend findet man dann die Shops, wo das zu finden ist. So, dann den Kaffee, beziehungsweise die Kaffeebohnen, für die ich null Verwendung habe, weil ich keine Kaffeemaschine habe, aber ja, irgendwer wird schon Bedarf von haben. 9,99 Euro, also ein Zehner ungefähr, was ich gesagt habe. Bei den Kopfhörern war ich echt überrascht. Da muss ich jetzt mal schauen, ob die wirklich so gut sind. Also, ich schau mal, ja, die sind... Ich dachte eben, es ist geöffnetes Siegel, aber es ist zu. Und zwar, die heißen ja irgendwie OnStyle. Im Internet steht allerdings Korn, also C-O-R-N, Kopfhörer. Und die kosten 60 Euro, also 59,99. Dafür kriegst du ja fast die Samsung Galaxy Buds. Also, ja, muss ich mal gucken. Also, 60 Euro, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann haben wir von derselben Marke, von OnStyle, dieses Klapp-Handy, dieses wundervolle. Keine Ahnung, was das genau kann. Wahrscheinlich nicht viel. Das ist auch eine Kamera, ich glaube nicht. Oh, aber Dual-SIM. Also immerhin Dual-SIM für Leute, die unterwegs sind und wenn nur ein Handy mitnehmen wollen. Ja, also. Das Handy hier kostet 29,99 Euro. Dann der Wecker, wo ich dachte, okay, der ist relativ teuer. Muss ich leider sagen, fand ich ein bisschen enttäuschend. Gibt es auf der Saturn-Seite so auch nicht. Da muss ich halt mal checken, weil dieses Siegel sieht für mich ein bisschen komisch aus. Ob das wirklich zu ist, ob das mal offen war. Also für mich sieht es hier oben nur dreckig aus. Wird wahrscheinlich im Lager gelegen haben. Also 35,99 kostet der hier. Allerdings auch nicht bei Saturn, sondern bei Amazon. Entschuldigung, 34,99. So, dann haben wir den Ventilator. Da habe ich leider nicht ganz drauf geachtet. Das ist ja ein USB-Ventilator. Das heißt, den werde ich nicht behalten, weil ich habe nicht überall USB und überall die Steckdose hinsetzen. Das ist dann auch Quatsch. Da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Ich dachte, das ist ein normaler. Aber ich glaube, hinten steht es wahrscheinlich sogar drauf. Power Switch, nee. Keine Ahnung, aber spätestens im Sommer kann man den bestimmt gebrauchen. Aber wie gesagt, ich brauche ihn dann nicht. Der kostet 14,99 Euro. Und dann kommen wir zum teuersten von der ganzen Box. Und zwar diesen JBL-Lautsprecher mit Radio und Bluetooth. Der kostet tatsächlich 77,99, ist im Angebot gerade, kostet sonst 99,99. Für so eine kleine Box, hier oben so ein Griffchen, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, JBL ist eine teure Marke. Also, wir hätten jetzt hier von der Rechnung her, und zwar einen Gesamtwert von 272,03 Euro. Ich bin jetzt mit dem Minden-Shirt auf 266,90 gekommen. Kann ich das auch nochmal kurz zeigen, also ich schreibe mir das dann hier so auf. Ja, was hier was ist und rechne das zusammen. Na, stell's scharf. Ja, und somit
sind die 250 Euro definitiv erreicht. Ja. Besser als irgendwelche Hüllen und keine Ahnung was. Also es ist auf jeden Fall von allem was dabei. Es ist Gaming bzw. Merch mit dabei, also die Tasse und die Kappe und das T-Shirt finde ich eigentlich nicht schlecht. Die Kaffee kann ich absolut nicht gebrauchen. Der Wecker wird mit Sicherheit auch irgendeinen Abnehmer finden. Muss ich mal schauen, ob ich das einzeln verkaufe oder ob ich zusammenpacke oder ja, ich habe mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, aber ich denke, die Box ist eigentlich nicht schlecht. 8 Stunden Akkulaufzeit sogar. Okay, krass. Ich kann mal kurz gucken, steht da noch was Besonderes drauf? Ich glaube nicht. 5 Watt. Hat wohl auch ein LCD mit Display mit drin, hier drauf. Mit Radio. Wie immer, falls jemand von euch Interesse an Artikeln davon hat, es wird wahrscheinlich in eBay Kleinanzeigen landen, ansonsten kommentieren. Es kann sein, dass es ein paar Tage dauert, bis ich die Kommentare sehe. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie mir das direkt angezeigt wird, dass jemand kommentiert. Aber ja, wie immer freue ich mich über Abos und Klicks. Und ja, guckt euch gerne auch meine anderen Videos an. Und ja, ich denke mal, dass dann auch demnächst das Video kommt, wenn ich die Gelderstattung von den anderen Sachen bekommen habe, mache ich nochmal eine kurze Zusammenfassung. Gebe euch noch ein paar Tipps zum Verkaufen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.